Le Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Wir befinden uns hier gerade an der Azurbucht und genießen unser Leben bei dieser wunderschönen Idyllik. Guten Tag. Ja. Die Musik ist auch ziemlich melodisch klingend, wohltuend und das passt ja auch, wenn wir uns diesen wunderschönen Ozeanfestplatz anschauen, auf dem wir gleich eine fette Party feiern werden. Ja. Also packt schon mal eure ganzen Mallorca-CDs aus und lasst uns tanzen. Ja. Ihr wisst Bescheid. Aber was, selbst die ganzen Sterne können farblos sein. Farblos, farblos sein. Das ist ja echt ein Ding. Aber wenigstens sind hier keine Gegner. Das hätte mich extrem, wow, gefreut. Wirklich. Wenn hier noch weitere Gegner gewesen wären. Ich hätte es gefeiert, Mensch! Oh, eine One-Up-Pilzkarte. Wenn wir sterben, werden wahrscheinlich... Das ist... Ja, eine Wiederbelebung wahrscheinlich. Oh, cool. Dass es sowas gibt. Dass ich das mal erleben darf, die Freunde. Wow. Wow. Cool. Ja. Na, ob wir jetzt mit jedem Todd sprechen müssen? Ich weiß ja nicht, ja. Wird man sehen. Was soll das jetzt bringen? Oh! Ja, Mensch! Ein versteckter Bereich, oder wie ist das hier zu sehen? Ist es eine Muschel? Ist es eine Auster? Ja. Gib mir Geld! Sau! Und jetzt? Was bringt die denn eigentlich? Keine Ahnung. Wir fragen mal die kleinen Tots. Ja, Tots, ja, guck mal, ja, wo die dir. Meine Füße tun weh, aber ich habe meinen Klappstuhl vergessen. Tja, den Ausflug habe ich wohl kräftig in den Sand gesetzt. Ja, wo, so ist es wohl. Ozeanfest ist eine Kurzform von Ozeanfestival. Ja, diese Kurzform war dringend nötig, ja. Also ehrlich, Festival zu sagen ist ja auch. Früher habe ich immer Festival gesagt. Ein Festival! Ist ja auch unnötig. Ja. Aber gut, Todd, guten Tag. Willkommen beim Ozeanfest, Mario. Gleich findet hier auf der Bühne ein super spaßiges Spiel statt. Und dafür brauchen wir doch einen Freiwilligen. Mach mit, das wird lustig. Wooster HD, fangen wir an. Ein herzliches Willkommen für Todd und die Tots. Okay. Und der erste Programmpunkt ist Pilzsuche. Tots und die Tots verstecken sich hier in der Nähe und Mario muss sie finden. Die Zeit läuft. Nein, wie soll ich euch nur auseinanderhalten mit den rot gefärbten Tots, ihr Helden? Nee, ohne Witz, wo sollen die sein? Da haben sie sich jetzt quasi unter die Menge gemischt und haben sich andere... Aha! Aha. Die haben sich in Verstecke gesucht. Ich habe mich hier versteckt und plötzlich ist die Muschel zugeklappt. Jetzt ist meine Frisur total ruiniert. Hoffentlich fällt es niemandem auf. Tja, selber schuld. Und renn nicht so schnell. Hier wird nicht gerannt. Mitch. Toter Winkel, ey. Gut, dass du mich gefunden hast. Die singende Sonne bekommt mir nicht. Ich bin schon ganz ausgebleicht. Ich hab gesagt, hier wird nicht gerannt! Kann ja wohl nicht sein. Okay, da oben ist noch ein Tod. Aber dich lassen wir am Ende, bis zum Ende da sein. Weil, ganz ehrlich, was kletterst du auch da hoch? Ja? Was kletterst du denn auch da hoch, du Sau? Meine Augen sind festgeschlossen, damit kein Sand reinkommt. Ich sehe überhaupt nichts. Aber dadurch wird mein Gespür für peinliche Situationen nur feiner. Du hast mich gefunden, oder? Ja, hab ich. Du bist ein Loser. Das ist sogar die Reihenfolge der Tots, so wie die Reihenfolge halt ist. Ja, die Reihenfolge. Macht schon irgendwie Sinn. Trotzdem, wenn ich jetzt den Tot hier abziehe, fehlt mir trotzdem noch einer. Steck doch nicht den Kopf in den Sand. Da oben auf der Palme war es richtig heiß. Man macht sich nie Gedanken darüber, aber als Kokosnuss hat man es wohl wirklich nicht leicht. Ja,
Da hast du wohl recht, hallo. Ah, guckt euch den mal an, der versteckt sich da. Willkommen! Willkommen! Amüsierst du dich beim Ozeanfest? Amüsierst du dich beim Ozeanfest? Hey! Hey, du Sau! Komm schon! Willkommen! Oh, du hast mich gefunden, aber dafür habe ich gelernt, meinen Namen im Milchschaum zu schreiben. Du hast alle fünf gefunden. Dann zurück zur Bühne. Los jetzt. Ja, was macht der Scheiger wieder hier? Was hast du hier verloren? Wow, jetzt reicht's. Niemand nimmt mir meinen Strohhalm weg. War klar, dass er kämpfen will. Das war klar. Ich wusste es. Egal, dir wird's doch leid tun, mit mir gesprochen zu haben, du Sau. Mach dich fast auf deinen Tod. Achtet auch mal auf den Hintergrund, Leute. Guckt euch mal, an. Der Todd, der bewegt sich einfach in dieser Strandbar. Wie cool ist das denn? Es wird echt auf so viel geachtet. Also so Detail. Liebe zum Detail ist auf jeden Fall hier gegeben. Definitiv. Das muss man echt ganz klar sagen. Oh, oh. Freunde. Ne? Also hier, die Liebe zum Detail in diesem Spiel, das merkt man. Auch wenn es viele Todds sind. Ne? Aber, ja. Was willst du erwarten? So ist es nun mal. Wer ist denn da gerade am Scheißen? Sag mal an. Er lässt uns nicht rein. Ach so. Alter, ich will da rein. Hallo. Das ist eine Dusche. Ach so. Ich dachte, das wäre ein Klo gewesen. Gut, dann will ich natürlich nicht stören. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Hallo. Ja, aber dass an sowas gedacht wird, ne? Richtig cool. Liebe Freunde, ich spreche dich mal an. Prima, du hast Todds und die Todds gefunden. Du hast die Pilzsuche gewonnen. Danke fürs Mitmachen. Jetzt kann es weitergehen mit unserer Hauptveranstaltung. Du bist doch wieder dabei, oder? Ja, das ist die Belohnung dafür. Krieg ich irgendwas geschenkt? Fangen wir an! Mit von der Partie ist unser berühmtes Tanzensemble. Todds und die Todds. Ohne sie gäbe es kein Toddchenspiel. Sieh dir diesen einzigartigen und spektakulären Schlüssel an. Das ist der große Preis. Zugang zum berühmten Entspannstrand. Unglaublich, aber wahr. Ein Mitglied von Todd und die Todds bekommt den Schlüssel. Die Fünflinge sind vollkommen identisch, also pass gut auf, wem ich den Schlüssel überreiche. Der dritte. Der gewählte, ja, der mit dem gewählten Kopf. Hast du gesehen, welchem Todd ich den Schlüssel überreicht habe? Du kannst jetzt noch einmal mit ihm sprechen. Aber anfassen ist gegen die Regeln. Sag mir dann, wenn du bereit bist. Bin bereit. Sieh zu, wie sie leichtfüßig umhertanzeln und behalte den Schlüssel im Auge. Ist quasi so ein Art Hühnchenspiel, ja? Wow. Man muss aber auch gar nicht groß aufpassen. Muss man nicht? Muss man, glaube ich, nicht. Na, wer hat den Schlüssel? Sprech ihn an! Der hier ist das doch, oder nicht? Du denkst, dass ich den Schlüssel habe? Ja. Und? Was? Ich lag falsch. Hä, kann doch gar nicht sein. Wurde nicht dem der Schlüssel gegeben, der diesen gewählten Kopf hat? Was soll denn das? So ein Pech, der Schlüssel war bei mir. Schade, leider falsch. Bitte was? Das ist ganz eindeutig der Todd, den du den Schlüssel gegeben hast. Ich habe genau aufgepasst. Ach, ist das so? Da hast du auch irgendwelche Beweise? Die Jungs hier sind Fünflinge. Es ist fast unmöglich, sie zu unterscheiden. Nimmst sportlich. Irgendwas stimmt hier nicht, Mario. Der Schlüssel war ganz klar bei diesem Todd. Wenn es nur einen Weg gäbe, sie besser zu unterscheiden. Es gibt doch einen Weg. Ohne Witz. Egal, komm, wir gucken mal, wem jetzt der Schlüssel gegeben wird. Und dann, wir gucken einfach auf den Todd, der ihn hat. Ich hab mich zu sehr auf... Es ist doch der gleiche, oder nicht? Guck, natürlich hat der einen gewählten Kopf. Das ist doch der aus der Muschel. Ich red mal mit dir. Was ist los? Ach, kein Fehler, ja? Ja gut, das ist ja wohl nicht nötig hier, mit dem zu reden. Was ist denn das hier wieder für eine Phrasensituation, du? Okay. Dann
Rechts, links, zack, 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 zack. Es ist 100 Pro der hier, es ist der hier. Ey, du willst mich ja wohl vollkommen verarschen, Alter. Ganz ehrlich, was soll denn das? Was ist... Hä? Das verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Gut, jetzt ist es auf jeden Fall der linke Tod. Da kann man von ausgehen wie Kerzen. Ne? Es ist immer der gleiche Tod gewesen, dem man den Schlüssel gegeben hat. Und es ist auch immer der gleiche Tod, der den Schlüssel am Ende in der Hand hält. Die bewegen sich immer gleich. Beim Spiel. Boah, meine Güte. Ich kann nochmal drauf schon, aber... Die Position wird immer die... Was? Okay. Vielleicht jetzt der Tod hier? Es ist immer der erste, oder wie? Ich dachte, der hat sich mitbewegt. Das ist ganz schön knifflig. Sie sehen wirklich alle gleich aus. Wenn sie nicht nur so gleich wären. Das ist es aber nicht. Das Ding ist, dass der gewählte Kopf-Tot immer den Schlüssel bekommt. Und am Ende hat er den doch nicht. Das ist richtig... Wow. Ja, komm, ich spreche gleich auf jeden Fall den ersten an. Das ist mir vollkommen egal. Oh. Jetzt kann es aber nicht der erste sein. Wobei, hat er erst... Vielleicht hat er ihn ja jetzt, weil er der erste ist. Ach, komm schon! Ich spreche die gar nicht mal sofort an. Ich check das Rätsel jetzt nicht, ne? Ich check das halt wirklich nicht. Was für ein dummer Scheißen. Eben standen die alle gleich. Der gewählte Kopftot stand immer an der zweiten Position. Und jetzt ändern die ihre Position auf einmal. Was soll denn das? Mach keinen Fehler. Vielleicht habe ich den Schlüssel, vielleicht aber auch nicht. Ja, ich bin ein Tod. Hast du auch gut aufgepasst? Und du? Vielleicht habe ich den Schlüssel. Vielleicht muss man die irgendwie... Weil die sagen das Gleiche. Der hier. Nee, die sagen nicht... Wie soll man das denn auseinanderhalten? Oder sollen wir irgendwie... Ich habe keine Ahnung, ich bin gerade so verwirrt. Wirklich. Ich achte jetzt mal auf den in der Mitte. Warte mal kurz. Hat man da am Ende nicht sogar den Schlüssel gesehen? Wie der sich so... Nein, nicht du, nicht du! Hat man nicht am Ende gesehen, wie, als sie sich nochmal gedreht haben, dass man halt hinten den Schlüssel gesehen hat? Ich bin extrem verwirrt. Keine Ahnung. Also wenn es jetzt nicht der erste ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Es ist immer der erste. Oder kann man das hier nicht schaffen? Das ist wohl nicht dein Ernst. Ich verstehe das nicht. Es ist traurig, aber ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist traurig. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß nicht. Wer hat den Schlüssel? Irgendjemand, der immer den gleichen Spruch abliefert? Oder? Weil das ist der gesagt hat so, vielleicht habe ich ihn, vielleicht auch nicht. Ohne Witz. Wie kann es ja wohl sein? Ich check's nicht. Es ist Zufall. Es kann nur Zufall sein. Es kann nur Zufall sein, weil derjenige, der diesen gewählten Kopf hat, das sieht man ganz klar, der nimmt immer den Schlüssel in die Hand und am Ende hat er den niemals. So. Es ist immer ein anderer Tod, der den hat. Also du hast eine 25% Chance. Das ist halt wirklich so. Du kannst immer denjenigen ausschließen, der diesen gewählten Kopf hat. Du kannst es nicht schaffen. Das muss halt Glück haben. Ich kann jetzt gleich wieder Lotto spielen und ich werde wieder falsch liegen. Ich kann so lange falsch liegen, wie ich will. Ich kriege es einfach nicht hin. Das kotzt mich gerade so an. So, jetzt mache ich wieder den ersten Tod, weil das ist ja immer meistens der erste gewesen. Ach komm schon, ach was ist das denn? Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht, ne? Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Oder ist es immer ein Tod, der neben ihm steht? Keine Ahnung.
Vielleicht ist ja immer so ein Tots, der neben diesem gewählten Kopf-Tot steht. Ich check dieses Spiel nicht. Ich check's nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das Spiel echt nicht erklären. Ich hab keine Ahnung. Wie willst du das erkennen? Ich check dieses Spiel nicht. Nee, Leute, ich hab da gerade kein System hinter. Ich sehe da kein System und ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich dieses Spiel lösen soll. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Tod, den man dem Schlüssel gibt, der hat den am Ende gar nicht mehr. Was soll ich da machen? Verstehe ich nicht. Fuck mich gerade ein bisschen ab. Ich sitze schon seit 20 Minuten und ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich komme ja auch nicht raus. Das heißt, ich komme auch wahrscheinlich im Spiel nicht weiter, wenn ich nicht rausfinden kann, wer der Schlüssel hat. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ja, ich beende den Part. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter und ich hoffe, dass ich dann ein Schema gefunden habe. Ich denke, wir sehen uns dann wieder, wenn ich, ich sag mal... Ja. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich das Rätsel gelöst habe. Das nicht lösbar ist. Es ist nicht lösbar. Ich habe keine Ahnung. Haut rein. Ciao.